shared my dream with you until the morning. Everybody else have done it right. Coming out to see me try. As I turn away and cry, you run up to me and take my hand. I wish you were the one who made me whole. And I once again I'm on the run, far away from all the fun. It seems I'm bound to be away from you. I never meant to drive you off this way. Hey Leute, herzlich Hallo willkommen. Hallo und herzlich willkommen nach Alanya. In Alanya. Wir melden uns jetzt auch mal persönlich. Ja. Ja, wir sind jetzt hier am Strandgelände. Hier gibt es nochmal einen separaten Aquapark. Also es gibt im Hotelbereich einmal so einen riesen Aquabereich und dann gibt es im Strandbereich nochmal so einen Aquabereich. Und ja, und der Aquabereich hat dann noch einen Aquabereich. So wie das Restaurant da hinten hat noch ein Restaurant. Leider ist die Sonne heute nicht da. Es ist ein bisschen bewölkt, aber trotzdem. Ja, sind die Kinder jetzt im Wasser auf jeden Fall. Zeig mal die Rutschen. Hab ich schon, guck mal. Richtig coole Rutschen. Leute, da sind die Rutschen. 19 Stück insgesamt. Und genauso viele Rutschen gibt es auch noch mal im Hotel. Genau, also 28 Rutschen. Und das Hotel, wo wir sind, das besteht eigentlich aus 4 Hotels, die immer so, also wie im Kreis sind. Und jeder hat halt seinen eigenen Aquabereich und so weiter. Ja. 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 Aber so richtig überall waren wir jetzt selber auch noch nicht. Wir gucken jetzt erstmal selber noch ein bisschen rum. Der Strand ist hinter mir. Und da gehen wir dann gleich auch noch mal ein bisschen hin.
erstmal Schluck. Schmeckt's dir? Ja. Ich sitze jetzt hier gerade in unserem Stockwerk und warte auf meine Eltern. Wir wollen jetzt nämlich an den Strand fahren. Heute ist schon der nächste Tag. Tut mir wirklich leid, dass ich immer nur so etappenweise gefilmt habe, aber so die ersten Tage will man ja auch erstmal ankommen und so. Ich habe jetzt den Kian hier und wir fahren an den Strand, weil wir heute Nachmittag wollen wir noch in die Stadt. Deswegen nehme ich jetzt nur den Kian mit an den Strand. Die Kinder bleiben hier im Hotel mit Serki, denn der Strand ist ein bisschen entfernt. Da muss man immer mit dem Shuttle hinfahren und ja, die bleiben jetzt halt hier, dann haben die ein bisschen länger Zeit, sich fertig zu machen und so. Also so sehen jeweils immer die Stockwerke aus. Da sind die Fahrstühle und jedes Stockwerk, das geht dann quasi einmal so rum, die ganzen Zimmer, und einmal so rum, die ganzen Zimmer. Und das über 5 Etagen und ganz unten ist dann halt so Verkaufsstände, Friseur, Arzt, Spa-Bereich, was gibt's da noch? Also alles Mögliche und Essensbereich natürlich. Und dann ist ein über Rezeption, Lobby und ja, draußen viele Sitzmöglichkeiten. Hallo, ist Hila. Hallo. Komm mal her. Wir warten jetzt hier auf ein Taxi, weil wir in Richtung Alanya wollen, ein bisschen die Stadt erkunden, habe ich glaube ich schon gesagt. Ne? Deswegen warten wir jetzt hier draußen, so der Außenbereich vom Eingang. Und ja, warten jetzt auf das Taxi. Kian, der schläft hier im Buggy. Der ist echt nur am Pennen hier, aber ich glaube, das liegt wirklich an dieser frischen Meeresluft. Die Kinder haben mega viel Spaß. Also das Hotel bietet für Kinder echt sehr, sehr viel. Hallo! Hallo! Daumen hoch! Super! You'd be the one for me. Won't you tell me how you feel? I shared my dream with you until the morning. Everybody. Hallo. Hallo. Wir sind jetzt hier in der City. Ich wollte, ob ich meine Haare da unten schneiden lassen soll. Wo denn? Da. Oh, das war mein Taxi. Ja. Spazieren jetzt ein bisschen, gucken uns ein bisschen was an hier von Alanya und. Original gefälschte Sachen. Ja, einfach ein bisschen shoppen und ein bisschen. 37 Grad. Ich glaube, wir wollten so ein bisschen auch was angucken, so. Ja, so alte Sachen. So Historisches aus Alanya. Ja, ja. Hätte auch nächstes Jahr steht das ja eigentlich alles immer noch. Das ist ja historic. 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 Ja. Hey Leute, ich muss sagen, es ist wirklich zu warm für mich.
Ich mag Wärme nicht. Ich mag das am besten, wenn es Sommer ist und ich habe hier in so einer, ich habe so eine Schale, wo nur Klima läuft. Und ich laufe mit dieser Schale so. Weißt du? Und Thought you'd be the one for me. Won't you tell me how you feel? I shared my dream with you. Weil ich Kian kurz Pampers wechseln möchte und etwas auffrischen möchte, umziehen möchte und so. Oh, jetzt ist Licht aus. Ich glaube, dieser Schalter hat einen Wackelkontakt. So, ich kann euch ja mal eben grob zeigen, wie das Zimmer aussieht. Hier ist das Badezimmer, ganz normal halt. Da hinten ist die Dusche. Man kommt dann hier so rein. Hier ist dann halt der Kleiderschrank. Hier ist noch, sind noch die Schwimmsachen. Hier ist einmal so ein ausziehbares Sofa. Dann steht das Bett von Kian. Dann einmal ein Doppelbett und da hinten ist noch ein Bett. Hier ist der ganze Kommodenbereich. Ja, ja, ja. Und hier ist dann einmal Balkon. Die Aussicht ist jetzt nicht so toll, aber hier wird halt noch gebaut und so. Und da ganz hinten... Da, das kann man jetzt ganz schlecht erkennen wegen dem Nebel, ist das Meer.
So, ich möchte jetzt mal den Kian kurz umziehen. Na, mein Kind? Kian ist so gechillt im Urlaub. Der ist am Schlafen und chillen und der ist überhaupt nicht aufmuckend oder so. Ja gut, jetzt ziehe ich mal ganz schnell um und dann gehen wir mal runter zu den anderen. Ja!